nicht nur diese Alltagsszenen, die da teilweise gezeigt wurden, sondern die Idee, dass man das ganze Jahr über im Tipi, also in einem Zelt, leben kann. Und ich bin voller Begeisterung nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter gesagt, ja, von der Schriftstellerin, da gibt es noch andere Bücher. Ich habe nachts mit der Taschenlampe unter der Bettdecke diese Bücher nicht gelesen, ich habe sie verschlungen. Die andere Seite ist, dass in dieser Zeit, das war 1973, die American Indian Movement, also diese politische Indianerbewegung in den USA, weltweite Aufmerksamkeit hervorrief und natürlich auch in der DDR in allen Zeitungen waren, in der Frösi, in der Trommel, in der Jungen Welt und natürlich auch in der sonstigen Parteipresse. Als unterdrückte, vom Kapitalismus unterdrückte Menschen, die jetzt um ihre Freiheiten kämpfen. Auch der Kommentar meiner Urgroßmutter, jetzt stehen Sie endlich auf, jetzt sagen Sie endlich etwas. Wo sie dann zum ersten Mal eigentlich auch bei uns im Familienkreis darüber sprach, dass sie aus indianischer Familie stammt. Da hat das eigentlich Klick gemacht. Und natürlich war ich von Goykomitisch begeistert. Aber wie gesagt, auch von dieser ganzen Art und Weise, wie dieser Film gestaltet war. Weil das ist wirklich auch Filmkunst. '85 bin ich 11 Jahre alt gewesen. Das heißt, da ist man ja im besten Alter, wo man draußen spielen kann. Und ich habe mit meinen Freunden immer nur Indianer gespielt und bin in jeden Goyko-Film reingegangen, den es gab. Meine Mutter hat schon die Hände in den Kopf geschlagen und gesagt, Mensch, kennst du den Film? Und dann am Ende habe ich immer gesagt, ja, doch, kann ich schon. Und dann gab es dieses eine Schlüsselerlebnis, wo wir zu Pfingsten einen Auftritt von meinem Verein gesehen haben. Da war ich total begeistert, dass ich jetzt gesehen habe, dass Leute eben auch sich für Indianer interessieren. Ganz weit kramt sind unsere Wurzeln dieses Vereins im Pionierhaus Potsdam. Dort gab es einen Erzieher, einen Leiter, der hat, soweit ich weiß, damals bin ich ja gerade erst geboren, also ich war noch nicht dabei, die Schauspielerei und Indianerei gemacht haben. Und aus dieser Kombination haben die Requisiten von DEFA bekommen. Unter anderem auch Zelte. Wir sind keine Indianer, ganz klar. Ganz klar. Wir sind Deutsche. Von mir ist auch deutsche Indianer, von der Seele halt, aber wir werden nicht diese Kultur mit ihren Ahnenreihen halt so haben können, mit dieser Struktur, was bei denen halt ist, wenn die in die Kirche halt gehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu den Irokesen halt gehen, ist es eben so, viele gehen am Samstag in die Kirche und am Sonntag sind die im Langhaus und machen dort eben ihre irokesischen Feste. Als wir dann 1985 uns überlegt haben, wie unsere Satzung aussehen soll, haben wir uns dann auf die Irokesen spezialisiert. Das ist so ein Produkt gewesen, wo wir gesagt haben, die Irokesen sind ziemlich nahe der Germanen, also unserer eigenen Vorfahren, nahe. Das heißt, die haben Ackerbau gemacht, die haben Viehzucht betrieben, die haben in langen Häusern auch gelebt, sodass wir eine gute Verbindung auch zu unserer eigenen Kultur machen konnten. Yeah.
Vielen Dank. Ich war Wendell. Happy Birthday. Ich denke, Wendell ist interessiert auch an unserer Kultur. Vielleicht können wir ihm ein kleines Ständchen singen. Happy Birthday to you. Okay, seid ihr soweit? Dann legen wir los. Happy Birthday to you. It's good to spend my birthday in Germany. I have to come back more often. Auf viele Lager habe ich dann festgestellt, bei den Hobbyisten, die überschreiten viele Grenzen. Da werden Zeremonien gespielt. Das wäre, als wenn ich eine Taufe oder irgendeine christliche Zeremonie von der Kirche verwende, um irgendwie mein Hobby zu machen. Und das gab mir doch sehr zum Denken. Und dann mit der Zeit habe ich mich dann doch distanziert. Da war viel Sauferei im Spiel, muss ich zugeben. Und für mich war da die Grenze erreicht. Und dann wurde ich von einem Freund nochmal eingeladen, sagte, du, pass auf, wir haben wieder ein großes Lager. Und wir sind da eingeladen. Er hat mir deine Tipi zur Verfügung gestellt. Und ich nahm dann meine Frau mit. Und wir gingen dann auf das Lager. Und ich war dann ganz stolz, ihr zu zeigen, was ich früher gemacht habe. Und es war ein totaler Reinfall. Es war wieder nur Sauferei. Das war Camping im indianischen Outfit. Und ich war derart enttäuscht. Und so kam ich dann in die Powwow-Szene und habe mich dann immer mehr aus der eigentlichen Hobby-Szene distanziert. Das ist dann ein Unterschied. Die Hobby-Szene, die hat durchaus ihre Berechtigung. Und die sind damit alles Säufer oder so, um Gottes Willen. Und es war so, dass man das... Der Hobbyist, er ist ein Darsteller. Ein ehrlicher Hobbyist sagt es auch. Ich stelle dar. Ein Crow-Indianer, in der Zeit lebend von bis. Dementsprechend fertigt er auch sein Outfit und alles. Es ist fast stilecht, alles originalgetreu nachgefertigt. Also das allein ist schon Respekt wert. Wobei die Powwow-Szene, die lebt. Die entwickelt sich weiter und geht mit der Zeit. Die bleibt nicht stehen irgendwo. Sondern die entwickelt sich immer weiter. Jedes Jahr kommt irgendwas dazu. Inzwischen sind wir so weit, ich habe schon Powwow erlebt, da wird gerappt. Und ich denke, dass gerade durch die Winnetou-Darstellung, was natürlich total verklärt war und immer noch ist, dass da auch das viel ausmacht, warum man die Indianer auf so eine Empore setzt. Also ich habe tolle Dinge erlebt da drüben im Reservat. Ich sah also nicht nur Elend oder wie man sich das immer vorstellt. Man nimmt immer gern das Reservat Pine Ridge als das Reservat schlechthin. Es gibt auch andere Reservate und andere Nationen, die es durchaus verstehen, gut zu leben. Die gibt es auch. Es sind nicht immer nur die armen Indianer. So darf man es nicht sehen. Und dann muss man vielleicht auch, bevor man, wir sehen das immer nur mit unserem Verständnis. Wenn wir das da drüben sehen, wie die leben, oh Gott, wie können die Armen, dann lernt man die mal näher kennen. Die sind froh, die sind happy, die lachen, die haben jeden Tag Fest. Natürlich haben sie zu kämpfen, über die Runden zu kommen, aber die sind klasse drauf. Und du siehst das Chaos, den Haufen Müll, den Schrott, der da rumliegt. Die leben in so Trailer, da würde ich nicht mal meinen Hund reinsperren und sind trotzdem gut drauf. Das muss man erst mal verstehen. Man kann sie auch, ich hoffe, dass es nicht falsch verstanden wird, zu Faulheit erziehen. Wenn ich jetzt von überall her die Spenden kriege, dann denke ich, warum soll ich denn einen Job haben? Ich kriege ja Spenden, ich verkaufe Namen. Das kommt aber auch daher, dass die Lakotas, das sind die Vorzeige-Indianer. Da ist Hollywood schuld, sind unsere Bücher schuld. Die Lakota, die Sioux, wie man früher sagte, die Sioux. Das waren immer die, ja? Oder die Apachen von mir aus. Und andere Völker, es gibt über 150 verschiedene Stämme oder noch mehr, die viele von uns gar nicht kennen. Es sind immer nur Lakota und immer nur, wie vorher gesagt hat, immer nur Pine Ridge Reservat oder Rosebud. Und viele empfinden die Spenderei manchmal aber als aufdringlich. Aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, die sind eigentlich ganz gut zufrieden oft. Und die so toll finden viele das nicht. Es gibt solche und solche, wie bei uns auch.
Also wie gesagt, sind keine Heiligen. Das sind Leute wie du und ich. Oha. Hierzu brauche ich nichts sagen. Eine Geste, die sich spricht. Wendell Yellow Bull hatte sich nun bedankt beim Adler für dieses Geschenk. So, nun dürfen Sie applaudieren. Vielen Dank. Gerade in der Hobbyisten-Szene wird so oft mit Lakota-Wörter um sich geschmissen. Viele wissen gar nicht, was es bedeutet. Ich finde, es muss nicht sein. Das, für mich ist es ein bisschen lächerlich. Oder sich selber irgendwelche Namen zu geben auf Lakota. Und also das immer wieder, immer nur bei Lakota. Ja, das ist der mit dem Wolf tanzt. Das war der letzte Schuss, wo das natürlich noch mehr anfeuert, die ganze Geschichte. Ich erlebe es vor allen Dingen auf dem Karmai-Fest, was jedes Jahr in Radebeul stattfindet, was eigentlich mal im Namen rein von Karmai und seinen Stücken und Literatur gestartet wurde. Und im Laufe der Zeit ergab es sich, dass man wirklich Natives eingeladen hat. Und die Erfahrungen mit diesen Leuten waren sehr unterschiedlich. Es gibt welche, gerade aus dem Norden, die es verabscheuen, dass Weiße und Menschen in Europa in indianischen Trachten gehen und indianische Tänze aufführen. Wenn mir das jemand sagt, dann sage ich, holla, ganz, ganz Moment mal. Viele Natives müssen heute ihre Riten von weißen Europäern, die jahrelang im Hobby tätig sind, die Handarbeitstechniken, die Tanztechniken alles noch beherrschen, wieder erlernen. Und das ist eine Tatsache. Und das wollen sie leider oft nicht machen. Ich habe großen Respekt vor der indianischen Kultur, großen Respekt vor dem roten Mann, aber ich verabscheue die, die dem Roten entgegenstehen und selber eigentlich rot sind. Zum Beispiel, auf einem Powwow habe ich es erlebt, dass Natives die Festhalle betreten haben und sturzbetrunken waren. Das ist ein Affront erster Güte. Gott sei Dank war die Security des Powwows, es war in Asbach in der Nähe von Köln, sehr, sehr schnell und hat die Leute ganz unauffällig und ganz geschickt wieder hinaus befördert. Dort in der Gegend wohnen etliche, sind auch Natives aus Österreich gekommen, die dort verheiratet sind. Weißen Frauen. Es gab auch Natives, die am Abend des ersten Powwow-Tages so viel getrunken hatten, dass sie am nächsten noch nicht mehr tanzen konnten. Und ist das ab, ja. Und ist das ist absolut Übelste, mit Alkohol oder irgendwelchen Drogensubstanzen im Blut die Tracht anzulegen und auf die Tanzfläche zu gehen. Es ist ja bekannt, dass Indianer keinen Alkohol vertragen. Das ist Nord mit der Süd dasselbe. Das schmeckt ihnen aber leider sehr gut. Und das Alkoholproblem ist ja auch gerade in den USA sehr, sehr. Dadurch, dass man den Menschen auch die ideologischen Füße genommen hat durch die Bekehrung zum Christentum, durch Vernichtung der Kultur, durch Untersagen von Sprachen und Riten und Bräuchen und Tänzen. Es ist also sehr grausam bis hoch zur Nordwestküste, was da passiert ist. Das hat mit dem eigentlich positiven und guten Ruf des Roten Mannes in seiner Einigkeit und Lebensweise mit der Kultur zu tun und dem einen, den bösen weißen Mann, der den Roten Mann übrigens zugesetzt hat. Deswegen außen rot, innen weiß. Beziehungsweise außen weiß, innen rot, das Gegenteil, also das Positive. I started coming to Germany in 95 and 96 because of my job in Canada. I came to Germany to promote this historical Indian site that I worked at. And at that time, I went to some trade shows, tourism trade shows here in Germany, in Berlin. Then I met my wife, and then from there, my wife and I, we developed this business that we do. We call it Murray Small Legs Presentations. It's a well-known fact in Canada
and also in USA, amongst us Native people, or Indian people, German people are very interested in North American Indian culture. And so that's the reason why I started coming to Germany in 95 to do this promotion. They want to know everything, and then they take it that away, and then they use it in a different way. And I think that's where the negative comes about. You are in the stereotypical role. Yes. So how do you feel about that? I feel happy about it because at least it's a real Indian that's doing it. It's not a European dressed up as an Indian. And so I'm very proud of it, and I'm happy for that. Sure, it's a stereotypical role, but at least it's a real Indian. For me, the only critique I have about the singing, they have to have a little rhythm, you know what I mean? It's like, for us, it's, you know, it's a smooth rhythm. Here, it's, you know, like that, like more Hollywood war drums, but back at home, it's like, yeah, the rhythm is there, you know, you can dance, you can get into it. One of them said, well, we powwow here. I said, that's good. I said, now you're getting ready to come and compete. Where? I said, come to the March powwow, come to the Oglala Nation powwow, and you can compete against the people there. And if you can win first place, then you're in, but you're going to have a stiff competition. I have many eagle feathers, and when an eagle feather is presented to somebody, it's presented from the heart. The protocol automatically says this is what we need to do. And so when they presented it, it wasn't about them being German and them being what they, the protocols naturally took over. And sometimes they know bits and pieces, but they don't know the whole reasoning why. So, you know, like Chris, when he gave me that feather, he hunkaed me as a brother. So when I see him, I'm going to have to ask for his car or ask for a teepee. But I won't take his woman because I have one already. So one's good enough, you know, so. And that's where that kola comes from, kola. And when you hunka somebody as a brother or what's the name, it's like owe dakuye, that means you're related by blood. Ich habe gerade eben erwähnt, indianische Tänze erzählen oft eine Geschichte. Und ich glaube, Wendel hat gerade versucht, die Geschichte zu erraten, die ihr erzählt. Wendel war sichtlich berührt, sehr erstaunt und ist mit Sicherheit sehr erfreut. I'm a mixed Indian. From my mom's side, we have Jewish roots. Family, and I came to live in England, a long time ago now. the women, they come up to me and they show me their dresses and their regalia that they make. They ask me if it's right, and I said, well, I didn't have your dream. I can't tell you if it's right for you, but
So I try to tell them not to copy things you see in a book, or you take a picture and you copy it, because this isn't a good thing. This is our medicine. These are our items. You can't copy that. So it's everything we wear is all unique to ourselves. It's our prayers, our dreams, our visions. This is our path. I think they're trying to connect to their own culture, which has been lost. All people in the world were earth people. You look, go to England and you find the pagans. You know, Spain, they got the Catalans and the gypsies. And all of these people, a long time ago, they were earth people. Dance with the Wolves, is it a good movie? Yes, a very good movie, yeah. Yeah, it's a good representation. There's only one part in the film that I don't agree with, and that is my people have lived this way for centuries, but it took Kevin Costner to find the buffalo. We have always had our culture with us. Mm-hmm. We speak our language. Mm-hmm. We're very connected. We have a lot of investment. Are these languages still living? Oh, yeah. Yes? Yeah, of course, yeah. Oha, mitawa, shonkaha, wanagiwin. Ma, Lakota, hoaste, chante, chiusapela. I speak Lakota. Mm-hmm. I am Lakota. Mm-hmm. My name is She Wolf Ghost Woman. And shake your hand in friendship. Yeah, thank you. You're welcome. Yes. Your children? Your children speak this language? Yes. In our schools, mm-hmm. now we teach our children our languages. Ja, ich denke schon, dass nach wie vor dieses klassische Bild da ist, der Indianer, der auf dem Pferd sitzt und durch die Prärie reitet und im Tipi wohnt. Ich denke, was sich vollkommen überlebt hat.